wir weiter in der Mission und werden mal nach Porima fliegen. Da müssen wir nämlich den Marco suchen. Scan nicht möglich. Zum Red Mile. Kurs festlegen? Ja. Boah, da müssen wir 3 Sprünge machen. Aber das sollten wir schaffen. Gravitationssprung in 5, 4, 3, 2, 1. Das finde ich aber echt cool, dass sie das mit den Sprüngen so gemacht haben. Okay, sind Gegner. Greifen die mich an? Angegriffen. Darum ist das eine Schiff nämlich so. Ich könnte ein paar Ersatzteile gebrauchen. Oh ja, yeah, ich könnte wirklich ein paar Ersatzteile, glaube ich, gebrauchen. You take care. Nice. Wie viele Ersatzteile habe ich denn jetzt gekriegt von dem? Okay, war hier nicht Zeugs jetzt drin? Ah, hier unten. Credits haben wir bekommen. Das war Nummer 1, da ist Nummer 2. Wenn du die Zielerfassung geskillt hast, kannst du den Antrieb auch ausschalten und die noch innen plündern. Ach, nice. Ja, ich glaube, ich muss halt echt noch einiges lernen, ne? Ach, Gertie Berli fängt hier einfach alle Pokémon weg. Das ist ja unfassbar. Und warte mal, Gertie Berli, wenn das wirklich auch noch im Stream oben angezeigt wird. Aber wie gesagt, da muss ich erstmal den Indie mal fragen, wie der das gemacht hat. Weil das hat nicht so richtig bei mir funktioniert. Okay, eins fehlt mir aber noch, ne? Ich habe doch 3 Schiffe zerstört, oder? Was, ich habe noch Schwarzmarktfracht? Habe ich,
irgendwas aufgesammelt von denen? Das ist das Schiff. Das ist der Planet. Unter mir vielleicht? Ah, da. Andocks und die in Plünders. Achso. Plünders. Aber so habe ich jetzt keine Sachen von denen aufgenommen, oder? Also nix. Machen wir ein bisschen. Ah, Boost Pack hätten wir auch theoretisch leveln können. Stellungnahme geschrieben ins Hausarzt. Oh, was ist los bei dir, Max? Nein, hast du was geschrieben und ich habe es nicht gelesen, wa? Scheiße, warte mal, ich muss mal kurz hochscrollen. Da kam der Krabbentanz noch dazwischen. Du schreibst gerade eine Stellungnahme. Was bedeutet, was ist eine Stellungnahme? Was muss man da reinschreiben? Was ist das? Was ist das? Ey, guck mal, das sieht, glaube ich, alles in Ordnung aus. Ich glaube, da haben wir nichts geplündert, was jetzt irgendwie schädlich für uns sein könnte. Okay, Red Mile. Hm, so sieht's da aus, okay. Sieht ein bisschen eisig aus, würde ich sagen. Auch irgendwie geil. Berüchtigtes Paradies für Glücksspieler und bietet eine der tödlichsten Herausforderungen in besiedelten Systemen. Was denn? So, wieder da. Hallöchen, Baby. Enzyklopädie. Schön, dass du wieder da bist. Kann ich dich Enzo nennen? Okay, wir sollen mit Autumn und Macmillan sprechen. Oh nein, ich wollte nicht abheben. Nein! Kann ich das abbrechen? Ich hab falsch geklickt. Oh. Ich wollte eigentlich nicht Y drücken. Back among the stars. Ja. Shanty Park. So, jetzt aber. Horst, bitte. Okay, Horst. Ihr dürft mich gerne Peter nennen. Ich bin der Peter. Sag mal, Bilbo, warum liegst du da eigentlich? Ist ja nicht so, dass wir die ganze Couch haben und da so ein schönes Plätzchen. Da liegst du in den Gardinen da drin. Findest du das schön? Das ist so schade. Nein, Pätzchen. So, jetzt konnte ich aber verlassen. Obwohl, eigentlich könnten wir Schiffsteile hätten wir eigentlich bei uns noch reinpacken können, ne? Das mache ich lieber schnell noch. Extreme Kälte ist hier auf dem Planeten gerade nicht. Danke, Mirko, für die Cola. Vielen lieben Dank. Hydration is the key. Habe ich nicht Schiffsteile aufgenommen? Habe ich nicht Schiffsteile aufgenommen? Hier sind 10 Stück drin. Sind die gleich in den Frachtraum gegangen? Kann sein, dass die gleich in den Frachtraum gegangen sind. Das kann ich denn das nicht sehen, dass das hier so hässlich liegt, Leute. Das triggert mich so hart.
Ich muss eine Art Bericht verfassen, dagegen mich. Und Dankeschön, Mirko, fürs Wasser trinken. Prost. Und 9 andere Kollegen Anzeige erstellt wurden, sowie unsere Firma gegen mindestens 3 Leute vorgeht. Körperverletzung, Sachbeschädigung? Oh, okay. Ein Kollege ist im Krankenwagen ins Krankenhaus gekommen, also schon Samstag nach, der andere Kollege geht heute. Und ich muss jetzt auch noch mit dem Doktor telefonieren. Was ist denn da bei euch passiert, Max? What the fuck? Das ist ja unnötiger Stress, ey. Ich hoffe, dass sich das alles irgendwie da wieder regelt bei euch. Guck mal, man kann... Ich wollte gerade sagen, man kann die sogar so ein bisschen beeinflussen, wenn man das noch kurz festhält und dann so nach hinten schiebt. So steht das, glaube ich, besser. Das war davor zu weit rein, glaube ich. Oh, die Musik erinnert mich voll an Star Wars gerade. Hat so Star Wars Vibes gerade. Perfekt und zugenäht. Mal kurz die Werte der Rüstung zeigen, habe die Quest noch nicht gemacht. Oh, wir haben doch übrigens auch so eine Toilette, Leute. Die Werte der Rüstung, die ich gerade anhab, die hier, kann ich dir gerne zeigen. Das wäre das für den Anzug. Wenn ich mich nicht täusche, rollt der die bei jedem neu. Die Quest? Meinst du, da kriegt man immer andere Werte? Aber vielleicht will er die ja jetzt vergleichen. Was ist denn beim Rucksack? Ich muss ehrlich sagen, ich achte da gar nicht so auf die Werte. Ich muss mal eben noch telefonieren bis später. Ey, danke schön, Max, fürs Vorbeikommen. Vielen lieben Dank und ich hoffe, dass sich das alles irgendwie klärt bei dir, ne? Ich habe zum Beispiel andere Werte und auch andere Bonis. Ah, krass, okay. Das ist ja unfair. Hängt das vielleicht ein bisschen davon ab, welche Skills man ausgerüstet hat oder so, dass sich das daran orientiert oder ist das völlig random? Warum ist hier eigentlich immer der Spind offen? Wer lässt die Toilette hier offen? Zumachen. So. Okay, dann können wir jetzt rausgehen, würde ich sagen. Rein in die Red Mile. Please tell me we're gonna run the Red Mile. Wir sollen nicht mitmachen, hat er gerade gesagt, ne? Ich werde mal auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall mal gucken. Dass wir so bis 17 Uhr, denke ich mal, spielen. Und dann machen wir das einfach die nächsten Tage, oder? Dass wir einfach bis 17 oder 16 Uhr dann Starfield spielen und dann vielleicht die andere Zeit in Lies of P reingehen. Dass wir da so einen kleinen Mix machen, würde ich sagen. Okay, ich glaube, Sam hat echt gesagt, wir sollen hier nicht mit denen zusammenarbeiten, oder? Habe ich das gerade falsch gehört? Okay.
You can ask her yourself. Fresh air, huh? On a planet with no atmosphere. That's enough, Stalker. Lower your weapon. We don't shoot guests over a misunderstanding. Sir, please return to your table. It's bad practice to leave our establishment without paying your bill. Was so unnütz, dass Chameleon, vor allem dein Begleiter, wird gesehen, dass man, dass man sich unsichtbar machen kann, oder was? Ich weiß gar nicht, ob man denen nicht auch so eine Klamotten geben kann. You were wrong. Dead wrong. Begleiter schicke ich zum Beispiel mal weg bei Schleichmission. Ja, siehst du? Genau, du kannst denen nämlich auch Klamotten geben. Und ich habe tatsächlich auch gehört, dass jeder Begleiter so Spezialfähigkeiten hat. Also Sam fragt ja zum Beispiel laufend nach einer Pistole. Und eigentlich müssten wir ihm die andere Waffe wegnehmen, damit er mit der Pistole schießt. Und dann ist er nämlich sogar ein bisschen besser. Also eigentlich müsste ich sagen, die Tombstone soll er gar nicht nehmen, das Gewehr. Sondern eher die hier. Oder die. Wahrscheinlich eher die, ne? Alter, die kostet 11.000. Hast du was Interessantes für mich, Sam? Yes, indeed. Take it. Beryllium. Wo hat er das denn jetzt auf einmal her? So lang. Also mir hat Andrea von sich aus schon eine Chameleon-Kleidung bei sich gehabt. Ja, siehst du, geil. Aber ich glaube, die war ja auch so ein bisschen Sneaky-Bieber-mäßig, ne? Aber wegschicken wäre sonst auch eine Idee, was Nixon halt schreibt. Beste Fähigkeit? Chameleon. Sobald du schleichst, wirst du unsichtbar. Ich hatte ja am Anfang... Ich hatte tatsächlich mal so eine Klamotten. Aber das ist irgendwie, habe ich die abgelegt und verkauft. Das war ein bisschen dumm vielleicht. Wo sind wir denn jetzt? Autumn Macmillan. Wait a minute. Judging by the wide-eyed and clueless look on your face, I'm guessing you're the new deputy. Ich bin weder hilf noch ahnungslos. We'll find out, won't we? Well, your timing couldn't be worse. I've spent weeks trying to crack this smuggling ring, and I'm about to take a very important meeting. Ach, mit dem Schmuggelring, darum sollten wir uns mit der treffen. Probably just having a bad day. Sam Coe, never thought I'd see you again. Can't say I really want to, either. Not after you've turned your back on the rest of us. I did what I had to do, and I'm at peace with it. If you're gonna hold a grudge, that's your problem, not mine. Oh, sehr souveräne Antwort. He's likely to disappear on you just when you need him the most. Anyway, like I was saying, I don't have the time to babysit a rookie. Mein Leid, dass ich dir zur Last falle, aber ich habe einen Job zu erledigen. Yeah, well, you're here now, so we'll just have to make it work. Boah, ist sie schnippisch, Alter. So you're gonna have to follow my lead. I'm about to meet with a contact who might be able to give me vital information about the smuggling ring. If you play your cards right and don't do anything stupid, she might be able to help you find Marco. If you're ready, my contact is here and waiting. Bestes Informanten? She won't be staying long, so I don't have time to brief you. You'll find out everything you need to know when you meet with her. Okay, na dann, let's go, oder? Sag mal, hast du was gegen mich? I'm at a critical point in my investigation, and frankly, your presence here is an unwelcome complication. Now let's just get this over with. Alter, ich glaube, die hat einfach eine Periode. Die hat mehr als Leute. Reden wir mit deiner Informantin. Die ist sehr unprofessionell, muss ich sagen. Ich finde es schon oft die Kleidung, okay. Und mit der Illusion Quest bei Infinity trotzdem erwischt worden. Was? Mit der Kleidung und dem Perk? Vielleicht einfach nur unglücklich dann. Aber Perk Chameleon wäre tatsächlich echt noch geil, wenn es den gibt. Donovan Reese? Damn. Guy's a legend. He's run the mile more than anyone alive. Sam, leise. Wir unterhalten uns hier gerade schon. So you're working with Autumn, huh? Who are you? Der Weihnachtsmann. Geh dich nicht an, nichts an. Ich bin gut mit Autumn befreundet. Sie hat sich sehr gefreut, mich zu sehen. Wait, Autumn has friends. Like hell. The deputy here is interested in meeting Marco to talk about that mercenary company he's been funding. Since part of that money is coming from his smuggling operation, we're working together. So you're investigating the first? Why?
Das ist eine Ranger, ja. Jeder Jäger bräuchte. Ja, aber ganz ehrlich, wegen der Farmerin ihr Land zu stehlen und ich will wissen, warum, ist aber eigentlich schon ein sehr schlechter und schwieriger Grund, oder? Aber ich glaube, ich nehme das erste. Hm, seems like a strange thing for a mercenary company to be doing. I guess an introduction is in order. Like Marco, Jade here is the head of a small smuggling cartel. Difference is her crew stays out of Freestar Collective space, while Marco's group operates exclusively within it. Except now he's looking to expand his operation, and he started moving in on my territory. Das geht ja mal gar nicht. Marco, du blödes Schwein. Hilf mir, ihn zu finden und zur Strecke zu bringen. Sag mir, wo er ist, damit ich das Schwein ausschalten kann. Warum hältst du dich aus dem Freestar Collective Raum fern? Ja, das würde mich eigentlich mal interessieren. Because it might get a little awkward if my sister here had to arrest me. Das ist ihre Schwester? Das ist ja witzig. Der eine Part geht ins Böse, der andere Part geht ins Gute. Wäre doch ja mal schade, wenn Marco dich vom Markt verdrängt, oder? Ich mach das erste. That's exactly what this meeting is about. Look, the bad news is, Marco's incredibly paranoid. He never stays in one place for long. The good news is, I know how to find him. But you're not gonna tell us yet, because you want something. I want the same thing you do. I want Marco out of the picture. But like I said, getting a meeting with him can be damn near impossible. Hat sie mal da auch schon merkt, dass man so right here at Red Mile. Connection einfach braucht, um fortzukommen, ne? We've suspected for some time that Red Mile was a meeting place for smugglers. If she's in business with Marco, she won't give him up easily. Die Septemberpreise gelten ja gar nicht für Geschenkabos. Egal. Ja, leider nicht. Also doch, ich glaube für Geschenkabos schon, aber nur wenn es neue Subs sind, soweit ich das verstanden habe. Und ansonsten zählen die Preise, glaube ich, nur beim September, wenn man halt auch von Level 1 auf Tier 2 oder Tier 3 subbt, also aufstuft. Ja. Gertie Berli fängt dir die ganzen Pokémon, ey, witzig. Musst aber drauf achten, Gertie Berli, ne? Irgendwann hast du keine Pokébälle mehr. Mixen. Oh mein Gott. Ist doch verrückt. Ey, danke schön für den Support. Dankeschön für einfach 10 verschenkte Tabs an GWH, an Shadow, an den lieben Leveler, an Clancy Queen, an Arizona, an Rio Drache, an Shame on You, an Nerorix, an B und an Nyx. Nyxen und an Nyx. Ey, danke schön. Thanks for the gift sub. Und Leute, falls ihr natürlich ein Sub geschenkt bekommen habt, bedankt euch ganz lieb. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Dann müssen wir eigentlich nochmal einen Krabbentanz machen, oder? Dann hat Zombie Love doch nochmal die Chance, hier mitzudancen. Ey, dankeschön. Wirklich. Danke. Danke, danke, danke für den Support. Vor allen Dingen so, ach, die zählen ja gar nicht die Preise. Naja, egal. Danke. Come on, spit it out. Und dann Shadow. Dankeschön, ihr Lieben. Merci, merci. Was soll ich deiner Meinung nach machen? Das fragen wir sie gleich mal. Danke für die Unterhaltung. Ja, ja, danke für die Tipps und die Tricks, ne? Ohne euch wäre ich ja aufgeschmissen und hätte das gar nicht mehr weiter gespielt. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil da waren so viele Sachen in dem Spiel drin, die mich so getriggert haben und wo so Steine in den Weg gesetzt worden sind. Aber jetzt mittlerweile finde ich es spannend und aufregend, gerade dass wir hier auch so ein Ranger sein können und so. Also ich glaube, wir haben uns echt gut entschieden. Also für meine Verhältnisse. Man kann ja auch noch was ganz anderes machen. Aber es ist cool. Es macht sehr viel Spaß. Ich frage mal noch, was wir hier machen sollen und dann können wir ja gucken, dass wir einen Krabbentanz gleich nochmal machen. Dankeschön, Nixon. Vielen lieben Dank. May is the key to this whole thing, but I don't know her. Maybe try to get on her good side. Was weißt du denn über May Devine? She's the owner and manager here. Inherited the place when her husband was killed. Wir verderben dich hier langsam. Wir bringen dich noch zur Crimson Fleet. Keine Sorge. Es gibt bestimmt irgendwas, was wir ihr im Gegenzug anbieten können. My thinking exactly. Ja, die sind doch hier alle käuflich. I can tell you right now what she's gonna want, because it's the same thing she always wants. She wants runners. It's how she makes most of her money.
Of course, people that hard-blooded aren't easy to find. Yeah, well, I'm not going out on the mile. That's a death sentence. There has to be another way. You've been a ranger long enough that too many people know your face and your name. Runners attract a lot of attention. If someone recognizes you and tips off May, this whole thing is shot. You, on the other hand, are just a deputy. It's pretty unlikely that a lot of people know you. You don't have to do this. We'll find another way to get to Marco. Nee, Digga, wir machen das. Wir haben keine Zeit. Ich muss wissen, was die First plant. Klar machen, mache ich damit. Let's go. I hope that's not false bravado, Deputy. Because this is life and death we're talking about. Ich hab zu schnell geklickt. Planned this out real good, didn't you, Jade? The Freestyle Rangers do the dirty work, and you get rid of a rival. Ja, die hat eigentlich eine Win-Win Situation. The Freestyle Rangers get to bring down a big-time criminal, while your deputy friend here gets intel on the First. Seems to me like we're all getting something we want, thanks to my good planning. If it's really as simple as asking May Divine for a meeting with Marco, then I guess that's all you need to do. We'll wait here for you. Try not to die. Will ich you? Muss das alleine machen? You're really going to take on the mile, huh? I'm up for a little adventure. Ey, klar hast du immer Bock auf ein Adventure. Sam, wir sind ja auch die beiden Adventure Ranger. Okay, Leute, wir machen nochmal einen Krabbentanz, ja? Ausrufezeichen Crab in den Chat und vielen, vielen lieben Dank, Nixon, nochmal für die verschenkten 10 Abos. Vielen, vielen lieben Dank. Danke für den Support. Crab, 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 Crab. Crab, 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 Crab. Crab in den Chat. Crab in den Chat. Wir haben den Bot kaputt gemacht. Der macht gar nichts mehr. Scheiße. Dankeschön, ihr Lieben. Wirklich, vielen, vielen Dank. Hab mich sehr gefreut. Okay, dann gehen wir mal zu May. Und ich glaube, die haben wir eben schon gesehen. Wir haben eine Managerin. Ja. May Divine. All are welcome at the Red Mile. We don't ask too many questions. Ah! A new I wonder. This is the face of a brave runner here to challenge the Red Mile. Sieht richtig schön aus. Or simply one seeking a respite from the burdens of life. My name is May, and I'm the proprietor of this establishment, home of the famous Red Mile. I assume you're familiar. Klar. Deswegen bin ich auch hier. Well, of course you are. Natürlich. How could you miss hearing about the settled system's most exciting sporting event? Das ist ein Sportereignis. Why even people from the most backwoods systems like Seoul have heard of the Red Mile? Müssen sie draußen da rumlaufen? I'm happy to answer any other questions you might have. In the meantime, please enjoy our world's famous hospitality. Du mir mehr über diesen Ort und seine Geschichte erzählen? A rather open-ended question, but I'll do my best. Red Mile was once a notorious haven for the criminal underworld. Thieves, shipjackers, mercenaries, and smugglers would come here to do business, get drunk, and gamble. I cleaned the place up when I took over. I made it, if not quite a family destination, at least a safer one. Red Mile still offers a unique, exciting experience, but our clientele has improved considerably. And we offer a wider range of services. Mhm. Wie hast du hier denn aufgeräumt? I was fortunate to be born into a wealthy family. I used those resources to build an extensive network of contacts across the settled systems. Suffice it to say, I had to call in more than a few favors, but with patience and perseverance, I was able to realize my vision. And now, at last, Red Mile is truly a must
must-see destination for any who wish to experience it for themselves. In den Kick suchen. Und Nixon schreibt gerade, die Red Mile ist super zum Schiffe anpassen. Hier gibt es den ganzen illegalen Kram wie Scanblocker und abgeschirmte Frachtlager, damit du zum Pro-Schmuggler werden kannst. Mhm. Ich weiß nicht, sollen wir mit der Tür ins Haus fallen, dass wir Marco Graziani hier suchen und die sich ja kennen? Weil ich meine, wir tun ja gerade so, als ob wir nicht wissen, aber eigentlich ist das anything die Auswahl. To say? I don't know. Ich will mal... Doch, ich frage das sofort. Let's go. That is true. But Mr. Graziani values his privacy. What is your business with him? Exactly. Ich will sein Polenlamaz. Er finanziert einen Söldnertrupp, der Pharma bedroht. Das ist eine private... Ich will für ihn arbeiten. It's no small favor that you're asking. But yes, I can arrange such a meeting. Sehr schön. It's been too long since we've had proper entertainment. If you're willing to provide entertainment, I'll give you Marco. Are you prepared to run the Red Mile? Kann ich das versuchen? Was ist denn das? A simple journey through a wilderness occupied by creatures that some call dangerous. Yeah, let's go. Good. Hey! Once you've begun, I'll collect bets from our patrons who will place wagers on your survival. Ach du Scheiße! Darf ich auf mich selber wetten? I'm afraid not. But I'm sure your confidence will inspire our patrons to place substantial wagers. Scheiße, on your was hab ich mich da reingetan? That's what every runner says. I wish I shared your optimism. The mile's very real. Now that we're clear on what's expected of you, are you ready to begin? Yeah! Come with me and I'll introduce you. Sam! Sam, du musst mir helfen! All the fun of Neon, plus betting on whether people are going to survive. Yep, these people are total winners. Ich werde verlieren, Alter. Your attention, please. Value patrons and honored guests. For one brave soul, we are faith. Yes, a runner has come to test the red mile. Muss ich hier durchrennen? Now is your chance to get a good look at our fearless challenger as you contemplate your wages. Do you see the fire in those eyes? What is that if not stealing determination? I think you'll agree that we're in for quite a show. The rules are simple. Go to Alter, halt dein Maul, hat er gesagt, warum guck ich so bescheuert? Ich trete ihm gleich in den Rücken. Okay, am Turm irgendwas aktivieren und wieder zurückkommen. Kommst du mit? Wir machen das beide. Oh Gott, ich liebe dich. Muss ich hier irgendwas drücken? Hydration is the key. Danke fürs Wasser trinken zum Lauf. Pause. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ne? Last chance. Ja. Ist das nicht voll kalt hier draußen? Kraterboden. Oh.
Ah, das ist ja voll geil, dass hier so ein Minigame drin ist. Okay, wir haben gespeichert. Aber das geht jetzt nicht auf Zeit oder so, ne? Take the good stuff. Take the rest. Ja, ja. Lass den Rest ja auch. Aber hier sind Monster, haben die gesagt. Mit Mai Mauler. Aber ganz schön stark, muss ich mal sagen. Ich muss auf jeden Fall Sam gleich holen, der liegt da irgendwo noch. Sind scheiße schwer. Just saying. Oh, hier ist ja noch einer. What the fuck? Pimmelnase. Ey, Sam, du bist ja wieder auf. Sehr gut. Ich freue mich gar nicht so viel Muni. Was? So
ein Einzelschussding mit so 20 Muni ist vielleicht nicht das Beste. Auch nur 12. Das klappt übelst wenig. Oh, this is happening. Sam, halt durch. Alter, wie viele sind denn das? Freddy, warum steht er denn jetzt einfach nur rum? Ich glaube, Sam ist ein bisschen broke. Ist der dumm? Der Stuff war irgendwo, der Typ. Ah, jetzt schießt er wieder. Zum Glück habe ich 1000 Pistolen-Muni bei, wa? Lebt er noch? Ih, guck dir mal die Augen an! Sieht aus wie die Viecher von Elfenring.
Art gebrauchen können, ne? Kann man die eigentlich irgendwie anders finishen oder so? Okay, ich hätte nicht gedacht, dass das so eine Mission wird, dann hätte ich mir wahrscheinlich ein bisschen Muni vorher geholt oder so, crafted. Ich meine, dass wir jetzt halt nur mit der Pistole schießen, ist ein bisschen unglücklich, aber wir kriegen die trotzdem platt. Ich habe nur nicht ganz so viele Medikits mehr. Aber mal abwarten und Tee trinken. Mehr Damage. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich meine, wenn er so an Sam rangeht, ist das vielleicht auch gar nicht schlecht. Oh, Sam hat auch so ein Ding. Der ist auch gehüpft. Habt ihr es gerade gesehen? Mal wieder im Büro und das Fahrrad muss morgen in die Werkstatt. Der Freilauf ist durch, musst du mit der blöden S-Bahn nach Hause. Oh nein! Aber ich hoffe, es ist nichts Schlimmes passiert bei deinem Fahrrad. Also, nicht, dass da irgendwie was kaputt ist oder so. Wenn es in die Werkstatt muss. So, ein Medikit. Also Sam, mit dir zusammen bin ich die schlauste Person ever. Hier wird es auf jeden Fall gleich nochmal richtig rund gehen, glaube ich. Jetzt gucken die Leute sich da oben an und freuen sich dann darüber, dass es so ein bisschen... Da kommt doch gleich noch ein richtig großes Monster. Kann ich euch jetzt schon... Kann ich euch bestimmt schon sagen. Sollen wir das schon aktivieren oder töten wir die erst? Oh nein, die Mitte ist geflohen! Lass ich mal reintreten, okay. Ist da irgendwie was mit der Kette kaputt oder was? Das ist ja mega komisch.
Sam hat gemacht. Mein Rad ging auch kaputt, musste dann eine Stunde mit dem Rad nach Hause laufen. Und an dem Tag war es so furchtbar schwül und warm. Naja, sowas ist halt echt kacke, wenn es dann genau an so einem Tag kaputt geht, wo du es eigentlich gar nicht gebrauchen kannst, ne? Ach, guck mal, da ist noch Marine. Bacon. Bacon brauche ich jetzt gerade nicht unbedingt. Wagon. Critters nehmen wir mal mit. Oh, hier ist noch Muni. Hey, leider keine Muni. Da unten sind halt noch Wesen. Ich weiß halt nicht, wenn ich jetzt den Button aktiviere, ob dann halt noch mehr Gegner kommen, ne? Also vorhin hatten wir 4. Das ging eigentlich noch gut klar. Ich drück mal den Button, ja? Ja, klar, dass jetzt wieder unbewusst. Ich meine, wir können einfach wegrennen, ne? Die Frage ist halt, ob Sam rennt oder ob Sam kämpft. Weil wir müssen ja obviously eigentlich nur wieder zurück. Immer noch nicht diese Scheißwaffe nachgeladen. Digga, die werfen einfach die Scheiße hier oben rauf. Wo ist denn dieser Typ? Leute, habt ihr das gesehen? Sam verweigert die Arbeit. Wir haben einfach schon 500 Muni zerschossen. Da sind die alle wieder nachgespawnt? Ich laufe einfach dran vorbei. Oh, ist das hier ruckelig? Ach, jetzt quatscht der hinter mir, der Sam. Der schießt da jetzt halt irgendwo, ne? Digga, komm, Sam! Der hat unbedingt kämpfen, ne? Sam ist mehr Lack anstatt ein paar Hilfe. Danke, Belebung.
gerade hier unten geschossen, oder? Hier ist er. Digga, da bist du ja. Sehr gut. Jetzt habe ich bald keine Medikits mehr. Medik! Medik! Wir haben es geschafft, Sam! Ja, das war ja voll popelig. Das war ja eigentlich voll einfach. Hätte ich jetzt bessere Muni gehabt, wäre das ja easy peasy gewesen. Na, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir jetzt Infos von der kriegen, von der alten Ziege. Oder ob die uns jetzt nur verarscht hat. Nee, aber Radladen, ich hoffe, dass das mit deinem Fahrrad sich da bald irgendwie wieder klärt. Und hallo schön, auch Game Arena NDS. Ich hoffe, dass wir jetzt trotzdem Hinweise kriegen von der und nicht jetzt verarscht worden sind. Überleg mal, 700 Muni haben wir fast verschossen gerade. Aber ich habe halt auch gar keine andere Waffe jetzt. 56 Schuss, gar keine Muni. Ich hätte halt mit dem Sniper halt auch nicht so viel Sinn gemacht zu schießen. 12 Schuss. Ich habe halt nur noch so Einzelschusswaffen. Das ist echt ein bisschen blöd, muss ich sagen. So, feiern die mich jetzt hier alle, dass ich wieder lebendig zurückkomme? Nee, ne? Den Run überlebt fast niemand. Tja, siehst du mal. If you fancy yourself a Red Mile runner, just speak to me. Congratulations, runner. You have succeeded where most have failed. In fact, you seem none the worse for wear. War ein Spaziergang. I'm not easily impressed. Sam hat das gefallen. You've managed to surprise me. As promised, I'll set up your meeting with Marco. I'll dispatch a courier to let him know you're coming. Nice. Please take a moment to relax. Weil wir wollten ja uns bei Marco als Arbeitskraft anmelden. Mal gucken, was wir da jetzt rauskriegen. Jetzt sollen wir wieder mit Autumn Macmillan sprechen, die ja hier immer noch sitzt bei ihrer Schwester. You made it. You must be tougher than you look. Zum Glück ist das nicht auf Zeit gegangen. Ich glaube, das wäre echt schwer gewesen. Avatar-Figur. Cool, cool, danke schön. Und Leute, danke auch für eure Follows. Vielen lieben Dank. Maybe I underestimated you. You're back. Are you okay? Ja, ging mir nie besser, hat Spaß gemacht. And here I was feeling like a nervous wreck the whole time. Guess I had nothing to worry about. Anyway, I'm relieved you made it through okay. Ich will die Ranger spielen, ja. Afraid you'd lose all that work you put into your smuggling investigation? I wouldn't expect you to understand. All you see in people is what you can get from them. I'm glad, because that was an incredibly brave thing you did. Yes, and we need Rangers with that kind of courage. Also, I owe you an apology. I was pretty awful to you at first. Die war wirklich echt kacke zu mir. Aber jetzt habe ich ihr gezeigt, wo der Hase hängt. Nee, genau, wir sind gerade so in einer Nebenquest unterwegs und wir haben gerade die Hauptquest für die Ranger am Start und mussten jetzt gerade zwei Leute suchen. Also wir sind gerade bei dem zweiten Part noch dabei, dass wir jetzt noch Marco suchen müssen. Mussten jetzt ja gerade an so einem Run teilnehmen, wo halt übelst viele Kreaturen rumgelaufen sind und so. Das war eigentlich ganz cool, aber hätte ich das gewusst, dass ich so viel Muni brauche, hätte ich natürlich mehr oder andere Waffen mitgenommen, aber so ging es auch okay. War okay. Ich glaube, hätten wir Sam nicht dabei gehabt, wäre es schwieriger gewesen. Aber... Yeah. You're right. Let's focus on the job. Once you're on your way, I'll return to the rock and let the marshal know what's going on. Okay, come home safe, also ein deputy. Gutes Wort für mich That's ein. An order. You always were the soft one, little sister. Oh, go to hell. Or at least make yourself useful and get Mini. Us some drinks. Bock Game, Nothing quite mein Kopf ist schon wieder zu langsam. Ich rede schon wieder, ich lese schon wieder Sachen zu schnell vor. Das Game bockt sowieso, man kann so viel machen. Ja, ich war am Anfang eher ein bisschen abgeneigt tatsächlich, weil das Problem bei mir ist, ich habe vorher, also was heißt abgeneigt, ich war ein bisschen überfordert.
Ich habe vorher kein Skyrim und sowas alles gespielt und war mit der Steuerung ein bisschen überfordert. Aber jetzt mittlerweile muss ich sagen, mir gefällt es halt so von der Story her auch echt gut. Und man kann, wie du schon sagst, echt viel Sachen machen. Viele Entscheidungen treffen. Und die Szenerie ist halt echt cool, ne? So, dann quatschen wir noch mit der. Ich werde aber wahrscheinlich, wenn wir die Mission jetzt fertig haben, nochmal zurückreisen. Wahrscheinlich das Spiel wechseln. Also wir werden dann von Starfield rübergehen in Lies of P. Und da mal reingucken, weil man das heute ab 17 Uhr spielen kann. Und da bin ich schon ganz heiß drauf, weil wir da die Demo gezockt haben. Wir werden das jetzt aber die nächsten Tage, Montag bis Freitag, immer so machen. Ich bin ab 12 online und streame ab 12. Also wenn nichts dazwischen kommt, steht es im Titel. Aber meistens bin ich ab 12 online und ich werde das dann so machen, dass ich erst Starfield spielen werde, so 3-4 Stunden, und wir dann das Spiel wechseln werden. Weil ich möchte natürlich in Starfield auch gerne noch weiter und vorankommen. Und ja, bin schon... Also ich bin jetzt im Nachhinein wirklich positiv überrascht und ich muss ehrlich sagen, hätte ich das, glaube ich, damals gecancelt und hätte gesagt, so nach 3-4 Stunden so, oh nee, ich spiele das nicht, weil mich das so überfordert, da wäre ich, glaube ich, echt traurig gewesen, weil man verpasst wirklich viele Sachen. Und gerade so die Story-Elemente sind schon cool, auch dass du dich entscheiden kannst, ob du Ranger sein willst, Kopfgeldjäger und so, das finde ich echt cool gemacht. Game Arena, was hast denn du ausgewählt? Hast du auch schon dir eine Klasse ausgesucht, in der du hier unterwegs bist? Oder hast du dich den UCs angeschlossen? Oder bist du eher bei den Rangern auch unterwegs? Oder ist halt ein ganz anderes RPG? Ja, muss ich auch sagen. Ich finde halt nur so, manche Sachen sind halt nicht so einsteigerfreundlich. Zum Beispiel kannst du ja bestimmte Sachen hier aufnehmen, kannst sie aus deinem Inventar werfen und dann neu platzieren. Und das wird halt alles nicht so richtig erklärt. Man muss vieles selber herauswissen oder herausfinden. Und das gerade für Leute, die dann halt viele andere Spiele spielen, immer unterschiedliche Spiele, ist das halt echt schwierig. Also ein Guide wäre irgendwie auch cool gewesen, so zu manchen Städten, wo man irgendwie was findet, gerade so im Händlerbereich und so. Aber dafür habe ich ja zum Glück euch. Das UC und Ranger sogar. Ah, okay. Ich wusste gar nicht, dass man mehrere Sachen auch machen kann. Das ist ganz... Kann ich theoretisch auch Ranger und Kopfgeldjäger sein? Dass ich auf der guten und der bösen Seite unterwegs bin? Time for me to keep my promise, Runner. You can find Marco on Kodos aboard his ship. I'd advise you not to keep him waiting. He is not exactly patient. Okay, na dann werden wir da auf jeden Fall noch hinfahren. Also nach Kodos sollen wir fliegen. Was kannst du mir noch über ihn sagen? Stand in deiner Nachricht über mich? Ich frag das mal. He's intelligent, well connected and utterly ruthless. He's also a man of taste who appreciates the finer things. You'll find out soon enough what I mean. Okay. Good. Travel safely, Runner. Should you ever crave the challenge of the mile again, it will be here, waiting for you. Also diesen Mile Run mache ich nicht nochmal. Der war anstrengend, muss ich sagen. Also dieses Schießen mit den Monstern. Ich meine, man hätte wahrscheinlich auch einfach nur durchlaufen können, aber das wäre nicht ich gewesen. Ihr wisst das ja. So, dann laufen wir mal noch zurück. Muss aber dann anderes Skill und muss auch viel lügen und überzeugen. Man kann sogar alle drei spielen. Ach, nice, okay. Oder es ist halt Potenzial dafür, dass du das halt einfach mehrmals dann da lässt, ne? Das geht. Ach, okay, cool. Das ist natürlich nicht schlecht. Ja, ansonsten, ich bin, glaube ich, erst Level 15 mittlerweile. Gefährliche Witterung, sofort Schutz suchen. Und ich habe noch nicht so viel von der Hauptstory gemacht. Also ich habe erst, glaube ich, es ist erst der vierte Stream, wo ich das spiele. Da habe ich, glaube ich, den ersten Stream Hauptstory gemacht. Ich glaube auch den zweiten. Und dann bin ich so ein bisschen abgedriftet und habe so Nebenquests angefangen. Weil das eigentlich ganz cool war, so mit den Rangern. Und das muss ich auch sagen, finde ich bisher echt am interessantesten. Von der ganzen Geschichte. Weil das mit diesen Artefakten und so, das finde ich irgendwie so ein bisschen... Ich nutze das zum Beispiel auch nie, diese Kraft. Finde ich irgendwie... Ja. Ein bisschen komisch. Ja, Nebenquests bocken mehr. Hauptsache das Mantis-Set. Ja, das haben wir uns im letzten Stream geholt. Ich hatte halt die Quest mit der Mantis. Und dann meinte jemand von meinen Zuschauern, ja, geh doch mal der Mantis-Quest nach. Ist auf jeden Fall eine Idee,
Und dann dachte ich mir so, ja, okay, warum nicht? Können wir ja eigentlich mal machen. Und dann haben wir uns die Mantis geholt und auch gleich die Ausrüstung und ja, jetzt sind wir hier. Auf nach Kodos! Saving the galaxy. Saving the Let's go. Ich hatte gestern eine Quest, die ging 3 Stunden. Okay, das ist krass. Ja, ich muss auch sagen, man kann halt echt viel Zeit so investieren. Nicht verschwenden unbedingt, aber investieren. Weil... Oh nein, wir müssen kämpfen. Und tschüss! Die jetzt entführt? Die, okay. Krass, die sind einfach, die haben einfach einen Schub genommen und sind abgehauen. So eine Schweine. Das hatte ich ja auch noch nicht gehabt. Das ist ja witzig. Die haben Angst vor dir. Ja, aber ich habe das eine Schiff hier auch fast gefickt. Da hätte ich auch Angst vor mir. Aber es ist halt der Vorteil, ne? Wenn du die Mantis hast, das ist ja, wie ihr schon gesagt habt, so ein ehemaliges Schiff, was halt Piraten irgendwie huntet. Stimmt, die hat ja auch gesagt, ne? Oh, sie Mantis! Voll geil. Aber auch nicht alle hauen ab. Also wir haben vorhin auch einen Fight gehabt, dass die wirklich nicht abgehauen. Okay, jetzt bin ich mal echt gespannt, was jetzt hier mit dem Marco noch passieren wird. Und wir sind übrigens gerade dabei, also wir sind ja ein Weibchen, ne? Und wir sind halt, ja, dass wir uns halt für das männliche Geschlecht interessieren. Und ich versuche gerade so ein bisschen mit dem Sam anzubandeln. Das ist eigentlich so meine Hauptquest, wenn man so will. Und versuche den halt in irgendeiner Art und Weise zu überzeugen, dass er sich mit mir abgibt. Aber da bin ich leider noch nicht so... Bin da leider noch nicht so weit mit dem... Fortuna. Auch ein sehr schöner Name für ein Schiff, oder? Die Fortuna? Sobald ein Hart trifft, hauen die dann auch ab. Ah, okay. Ja, das kann dann sein, dass ich den einen ja schon fast platt hatte. Jetzt bin ich mal gespannt, was da jetzt passiert. Versteckt er sich theoretisch hier auf dem Platz? Auf dem Planeten? Die schöne Musik, Leute. Marco's done well for himself. One might say too well. I mean, I would say that at least. Oh, was wird denn hier ausgestellt? Das sind ja Dietrichse. Und ein Kuscheltier. Warum ist das hier so drin? Sollen eher links lang gehen. Sollen wir uns hier anmelden? Hallo? Better behave while you're in here. Halt deine Fresse oder ich erschieß dich, du Pisser. Ich bin viel stärker als du denkst. Guten Tag. This music is gonna put me to sleep. Hä, hey, der sieht voll cool aus. Der Marco hat voll einen geilen Geschmack, Leute. Personal only. Here to join the first best work company there is. Alter. Oh oh.
Why don't we have a room like this? Just full of knock your socks off trophies. Wir sollten uns das nicht mit dem verscherzen. Eins, zwei, drei. Der hat vier Geschütze hier schon rum. Oder drei Geschütze hier rumstehen. Ah, das setzt mich unter Druck. Tür ist verriegelt. Experte. Sind wir schon Experte? Hydration is the key. Hydration is the key. Force me on. Ich glaube, das ist was wir eher unten. Brauchen wir das da? Mal gucken. Passt das hier irgendwo? Das könnte hier passen. Dann haben wir jetzt noch so ein anderes Dreierteil. Und wir machen so ein Zweier und ein Einser. Warte mal, was sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6 im Inneren. Hallöchen, Rubber Dog! Na, wie geht's dir? 6 im Inneren. Das würde nicht passen im inneren Teil. Das würde aber passen. Und dann brauchen wir nur so ein Zweier. Okay, die müssen in den inneren Bereich. Die müssen in den inneren. Die dürfen wir nicht benutzen. Mach das mal. Und dann das hier. So. Und dann das vielleicht. Und so ein Dreier. Oh, Leute, guck mal, wir sind voll die Profis geworden. Geil. Eine Luxus-Suite von ihm. Oh, hier liegt eine Pistole. Kraken. Ich bin ja schon gesund. Ich brauche nicht mehr schlafen. Also die rosanen Handtücher sind aber auch anders wild, ne? Holy Jesus. Das ist auch gut. Ich meine, es ist vielleicht gar nicht schlecht, diesen Raum hier zu öffnen, weil dann können wir vielleicht hier auch einfach durchschlüpfen und das als Abkürzung nehmen. Scheiße, das ist ja auch verriegelt. Ha. Soll ich das nochmal machen? Gut geht's dir? Mir geht's auch gut. Ich kann mich nicht beschweren. Bei mir ist alles tippitoppi. Ich habe jetzt theoretisch bis August, bis Oktober, Ende Oktober frei. Wenn es blau ist, dann passt es ja auch. Warte. Wie, wenn es blau ist, dann passt es. Aber ist ja nicht automatisch die Lösung, oder? Achte mal darauf, wenn die Ringe blau werden. Das hab ich echt noch nie drauf geachtet. Das ist ja cool. Da musst du das ja theoretisch einfach nur mal drehen und warten, dass es blau wird. Ist ja witzig. Okay, aber ob das hier passt schon? Aber hier ist ja auch blau und es ist nicht. Das, weil es halt eine Aussparung hat, theoretisch. Hier gibt es bestimmt noch einige Tipps, die man beachten kann. Mir wurde da schon so viel gesagt, auf was ich achten soll und wie ich das wo klicken soll. Und ach, keine Ahnung. Da hat jeder, glaube ich, auch so ein bisschen seine eigene Technik. Wie er darin vorgeht. So, jetzt haben wir uns eine kleine Abkürzung hier erstellt. Ich wette, hier kommen wir nicht raus, ohne zu kämpfen, Leute. Ich sag's euch, wie es ist. Aber wollen wir mal nicht viel spoilern, ne?
Welcome. May's message didn't exactly make it clear why you wanted to meet with me. If you're looking for work, my organization is always in need of pilots and security personnel. Willing to take risks. Marke zeigen? Oh, damn it. Deine Organisation? Wir quatschen erstmal, würde ich sagen. You've heard of the first, I take it. I'm not just a member. I also help to fund the outfit through a network of independent traders. Of course, illicit goods are the most lucrative, so there is a constant need for skilled pilots. Also, wir können direkt angreifen. Du belästigst keine unschuldigen Farmerinnen mehr. Was für ein Bullshit. Ich will nicht für dich arbeiten, ich will dich aufhalten. Ich habe ein paar Fragen zur First. Ich mach das. Ah, I see. Wir sind erstmal. You did well to find me. I'm not an easy man to locate. Though I suppose we haven't exactly been keeping a low profile lately. Given the nature of the contract, the degree of exposure was always a risk, but a calculated one. To be honest, I think the Major is all but spoiling for a confrontation with the Rangers. Still, I confess, I'm a little disappointed that the Marshal sent a deputy instead of a full-fledged Ranger. This deputy might just surprise you, Marco. And who are you? His name is Sam. The name's Sam Coe. A name well known across the Free Star Collective. It's an honor to welcome a descendant of the great Solomon Coe. Yeah, well, that name probably means more to you than it does to me. Your deputy friend here could have a bright future. Assuming we all keep our heads. Ich will Details zu den Aktivitäten der First, auch wer euch angeheuert hat. Ich schalte die First aus, damit meine ich dich mal. Oh, warum ist der immer so aggressiv? Du hast den Major erwähnt. Hat der bei der First das Sagen? Warum will der Major eine Konfrontation? To settle accounts. Major Hull served with distinction during the Colony War. But the leaders of the Free Star Collective, they turned on him. In his eyes? Verraten? The Rangers are enforcers for a corrupt council of governors. Nein, ich arbeite für die Ranger. That makes you his enemy. As for me, I didn't see any profit in nursing that grudge. I prefer to focus on the future. That's right. Major Hull spent 20 years in lockup nursing a grudge against the Free Star Collective. We all did. A lot of good men and women died for nothing because of those cowards you work for. You've chosen your side, and I've chosen mine. Kacke, wir haben uns vielleicht nicht richtig entschieden. Das bedeutet ja nur, dass du den verwenden kannst. Der Ring wird nur blau, wenn er den Dietrich für den Ring passt. Ansonsten bleibt er weiß. Oh, okay, also es ist nur dann wegen der Anzahl der Aussparungen. Ich bin mal raus. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Dankeschön, Devil Sand, dass du dabei warst. Hab noch einen ganz, ganz tollen Abend. Und wie gesagt, ne, wer Bock hat, darf gerne wieder die nächsten Tage reinschauen. Wenn nichts dazwischen kommt, bin ich meistens ab um 12 online. Vielleicht auch mal ab um 10 oder ab 14 Uhr, aber in der Regel bin ich ab 12 am Start. Und dann auch meistens so bis 18 Uhr. Würde mich freuen, wenn du wieder einschalten würdest. Hat mir sehr gut gefallen heute. Ich mach mal das Erste. I'm not sure you are grasping the situation here, Deputy. You are on my ship, outnumbered by my guards, who killed you without hesitation. I'm a businessman. If you expect me to cooperate, I'm going to want something in return. I won't tell you everything. I do still have some loyalty to my unit. However, I can point you in the right direction. In exchange, I want the Rangers to let me operate with a free hand. Keine Deals, sag mir, was ich wissen will. Damit kann ich leben. Ja, aber Digga, das ist halt doch so, ne? Die Bösen kooperieren ja trotzdem mit den Guten und andersrum. Und wer ist dann gut, wer ist denn böse? Wir können damit leben. Ah, das wird Sam nicht gefallen. Good. Then we are agreed. I won't pretend that I agree with this, but it's your call. It'd be a shame if an encrypted slate like this one somehow got into the wrong hands. Ja, die brauchen wir. Wouldn't it? Now, before you complain, remember that all I promised was to point you in the right direction.
You're free to stay as long as you like. It's not often I get to entertain such a distinguished guest. Ah, wir haben jetzt die Slate gekriegt. Okay, wir haben das... Wow, wir haben das gelöst, ohne zu kämpfen. Können wir ihn jetzt erschießen? Das können wir vielleicht nicht machen, oder? Ach, scheiße, ich weiß nicht, ob ich damit zufrieden bin. Aber wir haben kein Minus gekriegt bei Sam. Das ist sehr wichtig. Und wir haben trotzdem die Slate gekriegt. Und wir haben, oder Slate, oder wie das auch immer heißt. Und wir haben Hinweise bekommen, dass die Ranger anscheinend auch da in der Sache mit involviert sind, so wie es scheint. Alter, ich bin so glücklich, wenn meine Firma endlich die Schotten dicht macht. Wieso? Was los, Katze? Deine Firma? Ist du eine eigene Firma, oder was? Oder meinst du da, wo du arbeitest? Ey, Arbeitsprobleme zu haben, da hat der Rasenfreund schon was drüber geschrieben. Das ist immer so scheiße, ne? Ich drücke euch da echt die Daumen, wenn ihr da gerade irgendwie so Probleme habt. Okay, rein in den Aal. Aber ich bin ehrlich, ich würde auch gerne jetzt die halbe Stunde noch Dings weiterspielen, ne? Und irgendwie noch mit in Lies of P gucken, aber irgendwie hätte ich auch Bock, in Lies of P reinzuschauen. So, in der ich tätig bin. Achso, ja dann. Aber wenn du da nicht so zufrieden bist, hast du vielleicht die Möglichkeit, irgendwo anders hinzuwechseln? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, macht euch da nicht so kaputt, Leute. Wenn ich was gelernt habe in der Uni, dann ist es definitiv Situationen irgendwie aus dem Weg zu gehen, die euch nicht passen oder die euch das Leben erschweren. I want to be as good a co-pilot for the captain as I am for you. It still fits, Dad. And I love it. Now, a new book. Katze, was machst du denn beruflich, wenn ich das fragen darf? Oder ist dir das zu privat? Wieder zu Alex zurück, ne? Oh, wir haben den Planeten abgebaut. Ups.
habe noch 10 offizielle Arbeitstage bis zur Schließung und 6 Urlaubstage. Ein Tag an Überstunden, somit müsste ich effektiv noch einen Tag arbeiten. Und in der Disposition kommen mir echt Worte an wie: Nee, du hast keine 6 Tage mehr, du hast keinen Anspruch auf den vollen. Was? Wie bescheuert ist das denn bitte? Ich meine, ganz ehrlich, lass dich doch einfach für die Zeit jetzt noch krank schreiben. Du kannst ja noch arschiger sein. Du kannst einfach sagen, du kommst gar nicht mehr und bist krank geschrieben. Bäm, was wollen die von dir? Ja, aber den vollen Urlaubsanspruch gibt's für das volle Jahr arbeiten, das stimmt ja. Das ist ja halt auch das Blöde, wenn du irgendwo neu anfängst zu arbeiten. Und da hast du dann auch nicht sofort den vollen Urlaubsanspruch von dem ganzen Jahr. So, da unten war noch was. Der Betriebsrat bei der Konversation mit dem CC ist, möchte ich mich hier einmal einklinken. Das ist ein Arbeitsvertrag von Pro-Ratter. Ansonsten hat Steffen nach Anrecht auf seinen kompletten Jahresurlaub. Echt? Wurde das beschrieben? Aber warum geben die dir das denn jetzt nicht? Ist ja mega komisch. Ups. Ja, aber was machst du da in der Situation? Also klar, kannst dich jetzt drüber ärgern. Oder... Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde mich ganz ehrlich krank schreiben lassen. Für den Zeitraum. Ich meine, du hast es ja jetzt auch schon fast geschafft, ne? So viele Tage sind es ja nicht. Aber hast du denn danach noch was, Katze, dass du danach irgendwie Sicherheit hast und irgendwie in einen anderen Bereich reingehen kannst? Das hoffe ich doch für dich nicht, dass du da jetzt irgendwie erstmal in der Schwebe stehst oder so. Auf nach Aquila! Dann gehen wir mal dem Alex. You've entered Freestar Collective Space. Maintain your current course while we scan for contraband. Gehen wir dem Alex gleich noch die Sache. Oh, ich hoffe, ich habe keine Schmuggelware. Alright. Hab ich nicht, Gott sei Dank. Glück gehabt. Was ist denn das jetzt für ein Planet hier vor noch? Geh entweder zum Arzt in der Hoffnung, dass er mich krank schreibt, oder ich gehe mit dem kaputten Knie einfach arbeiten. Ja, also, oder ganz ehrlich, einfach zum Arzt gehen und sagen, du hast eigentlich so und so viele Arbeitstage und deine Firma schließt und das ist gerade so stressig und das geht auf deine Psyche und was weiß ich. Oder du sagst halt, dass du, wenn du eh schon eine Problematik im Knie hast, dass dein Knie das jetzt nicht mitmacht oder so und du mal eine Woche frei brauchst oder so. Kannst du ja auch probieren, ob der dich da krank schreiben lässt dann für die Zeit. Ich meine, ich will hier niemanden anstiften, ne? Das wäre aber meine Vorgehensweise. Und ich habe das zum Beispiel auch mal gehabt, dass ich gegangen bin von einer Arbeitsstelle und da war das nachher so ein Zickentheater und so ein Heckmeck, dass ich dann irgendwann auch zum Arzt gegangen bin und gesagt habe, ich kann das nicht mehr, die machen mich da platt und was weiß ich, ich brauche einfach in der Zeit von meiner Kündigungszeit jetzt mal Ruhe. Und da hat er mich auch krank geschrieben und meinte, ja, das ist kein Problem, das macht er und volles Verständnis. Macht aber natürlich auch nicht jeder Arzt, ne? Hier haben wir keine Munition mehr. Ich kenne das nämlich nur so, dass der volle Anspruch bei vollem Jahr arbeiten zusteht. So kenne ich das tatsächlich auch nicht, Sinn. Also, als ich zum Beispiel auch mal später angefangen habe, zu arbeiten, da war es ja auch so, dass ich dann irgendwie pro Monat standen mir so 2 Tage Urlaub zu und dadurch, dass ich erst später angefangen hatte zu arbeiten, zählte das dann irgendwie nicht als Urlaubszeit. Also da hatte ich dann am Ende halt nicht 20 oder 30 Tage Urlaubanspruch, sondern halt nur anteilig. Es waren dann irgendwie nur 10 oder 12 oder so. Also hier kann ich auch keine 8 Stunden stehen. Ja, dann würde ich das einfach so sagen beim Arzt dann. Alex? Schön, dass du da bist. Hey there, Deputy. How goes the hunt for the first? Soweit, so gut.
Es ist mühsam. Hey, sometimes doing things right means taking the necessary time, you know? Sam hat schon lange nicht mehr mit If uns gesprochen. If you ask me, I don't think they stand a chance. You're like an Ashta creeping silently through the high grass, waiting for your chance to pounce, and then boom! Down they'll go. So, did you get any more of those encrypted slates? Because, let me tell you, I Oh, ganz kurz vom so Ziel. Close. Das klingt doch gut. Sag jetzt nicht, dass du an mir gezweifelt hast. Who, me? Doubt you? Not a chance, Deputy. I knew you were a natural the moment I laid eyes on you. Okay, nice. Aber die Frage ist halt, wie weit ist er jetzt schon vorangekommen, ne? Kampf wie im Tod. Die First kommt zuerst. Begib dich in den Konferenzraum. Just making my way. Der ist ja gar nicht so weit weg hier. Ah, hier ist der Konferenzraum. Take a seat. Sit down. Oh Gott, was ist jetzt? Das hört sich so an, als ob ich irgendwas falsch gemacht habe. While you've been in the field, we've had more reports about farmers being threatened and attacked. Noch mehr. Unfortunately, Hallöchen. Sam, habe ich meinen Namen gehört? Das ist ja grauenhaft. Ich studiere jedes einzelne First-Mitglied. Das ist meine Schuld. Ich habe nicht genug getan, um sie aufzuhalten. Set those thoughts aside. Right now, I need you to focus. How's your investigation proceeding? Die Ermittlungen, ja, läuft gut. Sobald Alex die Verschlüsselung geknackt hat, erfahren wir mehr. That's assuming he finds something useful. Ja, ich hoffe, der findet was Nützliches. You'll be no better off than when you started. Come on, Emma. You know as well as I do how tough this job is. That's exactly my point. Sam ist einfach ein seelischer Beistand. When it comes to deciding who earns a Ranger's badge, I will not compromise. Let's move on. I asked the other Rangers to share their opinions of you, and there are some things I want to go over. We'll start with Ranger Callow in Hopetown. Okay. She was grateful for your timely arrival, and impressed you had the guts to take on those pirates. Nia says you were respectful with Ron Hope and didn't push too hard. That shows me you were listening when I said to go easy on him. Ich hab das richtig gemacht. Ich respektiere ja Ron Hope und seine Erfolge. Ja, eigentlich schon, ne? Ich mag den Kerl nicht, aber ich habe getan, was ich tun musste. Ja. Duty has to come before personal feelings. True. I'm glad you understand that. Let's continue. We've got a detailed report from Ranger Price about your recent visit to Neon. Das verlief ja leider nicht so gut. He said you took on a syndicate loan shark to help an informant. Der Informant war unschuldig. Ich musste ja helfen. Ja. And you were right to do so. Helping people is our most important duty, even when you're conducting an investigation. You got results, and that's what matters most. Price was impressed by that. Said you really took the initiative. Ranger McMillan praised what she called your uncommon bravery and dedication. She said you took on the Red Mile, so you could get a meeting with Marco Graziani. Menschen leiden, ich konnte sich, war gar nicht so schlimm, das war im Moment die beste Option. Ja, eigentlich war es wirklich die beste Option. Putting the lives of others ahead of our own comes with the job. I'm sure it was a tough call, but I think it was the right one. So what happened with Marco? I doubt he gave you that slate out of the kindness of his heart. Ja, das mit Marco? Das war nicht so ganz gut, glaube ich. Wir haben eine Abmachung geschlossen, von der alle etwas haben. Naja, eigentlich haben wir dem ja freies Feld gegeben, ne? Das war eigentlich nicht die gute Entscheidung. Das ist ein cooler Anzug. Dankeschön, das ist Mentes-Anzug. Kriegt man auch, wenn man eine Quest macht. Du musst jetzt aber aufpassen, wenn du gekündigt hast. Und das genau bis zu den letzten Tag genau krank bist, dann kann der Arbeitgeber vor Gericht auch gehen, weil gibt's schon Fälle. Okay, aber wenn es die Firma danach gar nicht mehr gibt, Mirko? Der gesetzliche Mindesturlaub beträgt ja auch mindestens 4 Wochen. Dieser darf auch nicht verträglich verringert oder ausgeschlossen werden. Das steht zum Beispiel in Paragraph 4. Och, Katze, ich weiß echt nicht, was man dir da raten soll. Also gerade, weil halt auch die Firma ja dann zumacht. Ich weiß, ich will dir da auch nichts in den Mund legen, ne?
Nicht, dass du da nachher weitläufigen Ärger kriegst oder so, nur weil ich gesagt habe, ja, geh mal zum Arzt, lass dich krank schreiben. Ich weiß halt nicht, wie das ist, wenn man danach keine Firma mehr hat, wie der die darauf achten oder so. Ne? Aber wenn Mirko schon schreibt, das Gericht räumte auch ein, der Beweiswert einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung könnte dadurch erschüttert werden, dass der Arbeitnehmer sich im Fall einer Kündigung postwendend krank melde. Nee. Also Katze wird ja gekündigt, glaube ich, weil die Firma ja zumacht. Deshalb. So habe ich das verstanden. Und es ist ja, glaube ich, nicht der gesamte Zeitraum, wo er jetzt krank ist. Ja, es ist echt ein schwieriges Thema. Also ich kann dir da nicht richtig helfen. Also wenn es halt wirklich nur noch so ein paar Tage sind, würde ich sagen, ja, Zähne zusammenbeißen. Aber wenn es halt gar nicht geht, weil du halt wirklich auch krank bist wegen deinem Bein, dann würde ich da halt zum Arzt gehen. Weil wenn du da halt nicht die ganze Zeit stehen kannst, kannst du halt nicht die ganze Zeit stehen. So würde ich das halt klären. Soll ich das sagen mit der Abmachung? Ich sag das mit der Abmachung. I'll take your word for it. But that also means it's your responsibility to make sure he keeps his nose clean. Jetzt müssen wir uns um den kümmern, dass er sauber bleibt. Her loyalty to Hull and the 1st Cavalry was stronger than most. Sagen wir einfach, sie hat bekommen, was sie verdient hat. Die Maya haben wir ja angeschossen und dann wollte sie ja da bleiben, ne? Aber eigentlich ist sie ja schon fast tot, also... Aber eigentlich wollte sie die Dinge auch auf ihre Reise beenden. I guess I'd want the same thing if I were in her place. Excuse me, Marshall? Not now. Neuigkeiten? In a meeting here. I know, but this is important. I've done it. I've cracked the encryption on the slate. Now, I don't know exactly where the First are headquartered, but there are references to a place called the Factory. The Factory? That was our nickname for the main facility where the mechs were manufactured. Under the terms of the peace treaty, they shut all the mech factories down right after the war. But they didn't destroy them. At least not all of them. Gesundheit. Wenn die First da ist, sorge ich dafür, dass keiner überlebt. Was weißt du denn über diese Mech-Fabrik? Never saw it myself, but I know it's a large facility, mostly underground. If the First are occupying it, they'll probably have set up defensive positions throughout the complex. Okay, dann sehen wir uns das mal an. The facility was on Arcturus 2. Arcturus. It could be a dead end, but if it's not, then you'd better be ready for a fight. Okay, da müssen wir dann anscheinend kämpfen. Und ich würde tatsächlich sagen, dass wir uns das dann morgen angucken, oder? Und dann werden wir das so machen, dass wir einen Teil des Streams einfach Starfield weiterspielen und einen Teil des Streams einfach in Lies of P reingehen, oder? Kündigung bekommen wir alle so oder so am 31.09. Ja, das ist ja jetzt bald. Dem 1.10. sind wir widerruflich freigestellt, dürfen aber jetzt noch nicht für eine Konkurrenzfirma arbeiten. Das ist ja auch frech, wa? Dass du dich dann nicht noch gleich schon bewerben kannst irgendwo. Also bewerben wahrscheinlich schon, aber dass du da nicht schon arbeiten kannst in dem Bereich. Ja, ist schwer das Thema, ne? Können wir eigentlich hier was klauen? Ich meine, wir haben ja den Perk schon freigeschalten, ne? Mit dem Diebstähler. Leute, ich muss eh gleich kurz mal eine kleine Pause machen, weil ich glaube, Bruno Futter geben muss. Jetzt rennt er jetzt hier die ganze Zeit rum. Wollen wir in Lies of P reinschauen? Habt ihr Bock? Jetzt noch so ein Stündchen vielleicht? Ich glaube, ich würde hier speichern. Und dann gucken wir uns das morgen an. Und dann reisen wir morgen nach Arcturus und, schauen mal an, was da jetzt mit der Basis ist von der Fabrik.
Gucken mal, wen wir da alles so finden. Was denn? Speichern. So. Dann speichern wir hier. Ich mache kurz eine Pause. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir haben Sex. Oh mein Gott! Was ist das, Leute?